Hallo meine kleinen Zombies, ich habe heute einen riesen Ü-Post gekriegt von Diva Creativa, von meiner lieben Michelle. Und zwar ist das unter anderem eigentlich entstanden wegen einem Bild, was ich für ihren Mann gemalt habe, einen Ork. Ich blende das mal hier ein. Ja. Das habe ich für ihren Mann gemalt. Das war eine Herausforderung. Ich hatte noch nie einen Ork gemalt, deswegen, ja, man lernt ja nie aus, ne? Und sie hat mir, weil ich kein Geld dafür wollte, hat sie mir ein Riesenpaket geschickt, ne? Oh, das ist so schwer. Aber von ein paar Sachen weiß ich schon, die da drin sind und von den meisten wahrscheinlich nicht. Und ich filme aus dem Wohnzimmer heraus, weil mein Schreibtisch im Bastelzimmer ist so voll, weil ich da gerade was am Machen bin, ne? So, und ich habe hier diesen riesen Karton neben mir stehen. Ups, der Tisch wackelt ein bisschen. Das ist, ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht arg stören. Oh mein Gott, das Ding ist voll bis oben hin. Ja Gott, nochmal. Und hier habe ich schon mal eine kleine Box. Oh, sie ist ja cool. Das hier hinten ist ja cool. Diesen Ombre-Look. Und süß, sie hat koloriert. Kleine Drachen. Oh, ich liebe Drachen, die sind so süß. So, ich lese mir das mal eben durch. Ja, danke schön. Ja, ich denke schon, dass mir alles gefallen wird. Du kennst meinen Geschmack, ja? Ich habe denselben wie du. So, ja, dann... Ups, seht ihr? Ach, furchtbar. Egal, da müssen wir jetzt durch. Ach, wie cool. Und zwar ist das, ja, es ist ein bisschen nah dran als, sorry Leute, es geht gerade nicht anders. Aber hier ist so eine richtig coole Macaron-Tasche, die so ein bisschen transparent scheint oder milchig. Und die hat auch so einen Boden, ja, die ist ja cool. Oh, ich liebe Macarons. Gefällt mir. Dankeschön. Ach, Candy geht doch immer, ne? So ein Candy-Zeugs. Was hast du denn da eingepackt? Das ist ja cool. Das sind solche vorgestanzten und geprägten Briefumschläge. Ah, ja, ich glaube, du hattest mir davon erzählt, glaube ich, oder? Sind die das? Ich glaube schon. Die kann man super als Vorlage benutzen, als Schablone. Der ist auch cool. Da kann man sowas reintun, dann reinschieben. Ah, das ist natürlich cool. Ich mag immer solche Sachen, weil man so Schablonenzeug, ne? Man kann das immer gut benutzen und immer wieder machen und ja, kann man immer gut gebrauchen. Ach du meine Güte. Ach Gott. Was ist da alles drin? Oh Gott, ich hab Angst. Ja, das hier sind die Schablonen, von denen du erzählt hast. Genau, sie hatte sich da irgendwas geholt und die waren doppelt. Und die sind aber trotzdem schön mit den Flamingos. Da haben wir einmal diese Schablone. Da sind mehrere. So sieht man es, glaube ich, ganz gut. Die müsste ich dann mal auseinanderpörkeln und gucken, wie das so funktioniert. Boah, das Papier ist aber krass, ne? Richtig cool. Schön. Und hier, da kann man es ganz gut erkennen. Also für viele verschiedene. Aber da bin ich mal gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird. So eine Sternchenbox oder sowas. Oh, hier haben wir eine ganz große. Ah, das ist klasse. Das ist klasse. Da kann man das 12x12 Papier nehmen und dann kann man so einen richtig schön gestalten, das Teil. Und hier, ach, wie schön, mit Schleifchen. Hahaha. Und hier mit der Umrandung. Und dann haben wir hier noch was Kurioses. Ja, wie gesagt, also das scheint auch ein schmalerer Briefumschlag zu sein, wenn man mal vielleicht ein Lineal verschicken will. Keine Ahnung. Aber es gibt ja immer irgendwas, ne? Passendes. So, das lege ich mal da drauf. Oh Gott, das sieht so toll aus. Oh mein Gott. Oh, jetzt hast du mir die geholt. Geil. Ja, ich habe noch zwei volle Packungen, beziehungsweise anderthalb, weil ich esse die so gerne. Die sind so lecker. Da ist irgendwie eine Vanillecreme drin und da ist so ein Erdbeer
Gedönsglibber drauf, Himbeerfüllung, genau, so nennt man das. Boah, die sind so lecker, ne? Die sind vom Kick, also ich hole die beim Kick. Und ja, die gönne ich mir dann abends mal zum Snacken. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Vorrat. Dankeschön. Ach, die sind so lecker. Ah, und da habe ich schon was gesehen. Oh, ist das süß? Ich tue mal die Cookies da beiseite. Das ist jetzt, aha, ich einfach unverbesserlich. Aber das Einhorn. Oh, I love fluffy Unicorns, ja. Tatsache, wer die Zunge rausstreckt. Ach, ist das cool. So ein riesiges Dingenskirchen hier, so ein Riesensticker. Das ist ja cool. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich sitze nämlich auf meinen Füßen und die werden langsam taub. Ah, herrlich. Herrlich. Was haben wir denn da Feines? Katjes Wunderland. Die gebe ich dann meinem Mann wieder, weil ich esse ja kein Weingummi. Ich mag das irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich mag die Konsistenz nicht, aber ich werde trotzdem mal probieren. Und mein Mann freut sich immer über sowas. Der kann das jeden Tag futtern. Pink Edition. Sieht auf jeden Fall, das sieht dann auch immer so lecker aus und das riecht auch immer so gut, ne? Und dann probiere ich dann einen und dann mag ich es wieder nicht, ne? Aber die scheinen recht weich zu sein. Vielleicht geht's noch. Muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dankeschön. Oh mein Gott, das sieht so toll aus. Oh, Halloween-Kram. Yay. Was ist das denn für ein Ding? Aha. White Texture Effect. Martha Stewart. Ich glaube, das ist teuer, ne? Was ist das? Haftet auf Holz, Glas, Keramik, Metal. Aha. Wetterfest. Für Glas. Spülmaschinenfest. Ist das Klarlack oder was? Was bist du? Hä? Schnüffel, Schnüffel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es wird wohl bestimmt irgendwo hier draufstehen. Ansonsten, Michelle. Sag mir mal, was ist das? White Texture Effekt. Okay. Es ist cool. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist cool. Da kann man bestimmt richtig schöne Sachen draus machen. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So, was haben wir denn noch? Ah, die Tüte ist ja mal der Knall. Oh, die ist ja vollgestopft bis oben hin. Erstmal diese Tüte mit. Ich muss das mal beiseite stellen. Ich habe nicht viel Platz. Das ist nur unten der Couchtisch hier, ne? Wow. Ach so, so nebenbei erwähnt. Heute kam mein neuer Herd an. Das heißt, ich kann wieder Fimo machen. Ha, werde ich vielleicht nächste Woche schon mit anfangen. Ach, herrlich. Da freue ich mich. Also, diese Tüte ist der absolute Knaller. Die ist befüllt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. So, ach, das Licht ist gerade furchtbar. Ich gehe mal eben Licht anmachen. So, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Was ist das? Ah, das ist so, jetzt verstehe ich. Das ist so ein dünner Nylonfaden. Da kann man Perlen drauf machen, draufstecken und so. Das ist cool. Sowas habe ich überhaupt gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich besitze das nicht. Jetzt schon. Dank dir. Was haben wir denn da? Ich schütte das mal aus. So ein bisschen. Die sind ja interessant. Das sind Perlen, oder? Kunststoffperlen. Die sehen ja mal aus. So mit Hieroglyphen drauf, ne? Und diese Form ist auch cool. Sehr schön. Ah, da war es richtig shoppen für mich, ne? Ja. Oh mein Gott. Die sehen voll antik aus. Was sind das denn für welche? Nicht geeignet für Kinder unter 15? Das ist doch schon Teenager-Alter. Oder was? Also auf jeden Fall sehen die sehr interessant aus. So richtig antik und so viele verschiedene. Cool. Was es nicht alles gibt, ne? Was haben wir denn da? Da sind zwei Stück noch mal von diesen Hieroglyphen-Dingern.
Da muss ich mal so eine ägyptische Kawaii-Serie starten. Ne? So eine Kawaii-Mumie. Ein Pharao. So, da hinten das Fußball. Ach, du hast mir so viele Perlen geschickt. Ah, die sehen aus wie Steinchen. Ich hoffe, ihr erkennt das. Aber da sind richtig verschiedene drin. Die ist richtig cool, die bunte da hinten. Abgefahren. Irre. Echt schön. Die Perlen, die habe ich auch noch überhaupt gar nicht. Und hier nochmal so ein Set. Oh. Mit dem Pünktchen hier gefällt mir. Hier noch Streifen. Ach, hier sowas, ne, wo auch verschiedene Sachen drin sind. So besondere Special-Perlen. Da sind noch Blümchen drauf, glaube ich. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, ihr seht, dass das Licht ist sehr bescheiden. Oh ja, das sind genau meine Farben. Rosa, transparent. Schön, die ist cool. Boah. Meine Güte. So, und coole Tüte, die werde ich natürlich aufbewahren. Vielleicht schneide ich die ja hier das hier oben ab und da kann man bestimmt noch was Cooles draus basteln. Wow! Und hier haben wir noch so eine schöne Tüte. Was ist das? Kakerlaken. Spinne? Ich weiß es nicht. Aber die ist cool, die Tüte. Oh, was haben wir denn da schön? Was selbst abgepackt ist. Oh, selbstgemachtes. Ich liebe selbstgemachtes Zeug. Oh mein Gott. Eine Kette. Oh, ist die toll. Boah. Die ist ja mal richtig toll. Perlen. Ja, ich finde deine Konstruktionen, wie du deine Ketten machst, die finde ich ja sowas von cool. Oh, schaut euch das mal an. Mit so einer Rose hier drauf. Das sieht sowas von genial aus. Dankeschön. Ach, da oben ist auch noch was drauf. Meine Güte, was eine Fummelarbeit. Vor allem kriegst du die Erdbeeren voll gut hin, ne? Ich breche mir da immer einen ab bei diesen blöden Erdbeeren. Oh, ist das schön, ey. Danke. Oh, wie süß. Da ist so ein kleines Eis. Ach, ist das süß mit so einem Glöckchen dran. Ach, schön. Hast du da eine Mold für dieses Eichhörnchen? Sorry, der Speicher war voll. Das könnte jetzt des Öfteren passieren, weil mein Handy ziemlich vollgepackt ist. Aber ich habe meinen Laptop direkt nebenan stehen, deswegen null Problemo. Ist in 0, nichts fertig. Eichhörnchen waren wir, ne? Eishörnchen, hast du deine Mold für? Weil die ist schon. Ah, sie schreibt mir gerade. Ja, sie wartet auch noch auf mein Paket. Jenny hat ihr schon bekommen, aber Michelle wartet noch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Ne? Also, liebe Michelle, ich hoffe, du bekommst die Post von mir heute noch. Also auf jeden Fall sehr süß, das Eis. Sehr, sehr süß. Oh Gott, ey, was für eine Riesenpost. Du bist doch verrückt. Wow, was ist das denn? Das ist ja abgefahren. Oh, von beiden Seiten sogar hier. Aber feste, ne? Ja. Das ist ja so süß. Und so leicht vor allem. Das ist richtig leicht. Schön. Ach, cool. Ich liebe dein Zeug. Ich liebe es. Oh, was ist das denn? Jetzt muss ich wieder nochmal hinhauen auf meine. Oh, Entschuldigung. Oh, Erdbeben. Es hat sich bewegt. Aber was ist das? Freundschaft verschönert das Leben. Oh, diese Sticker, ne? Oh, sind die toll. Oh, du hast das Einhornpapier benutzt zum Action. Extra für mich. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, ist das schön. Diese Sticker sind der Knaller. Notizzettel, sogar Haftnotizzettel, der Füller.
Ah, das kann man dann irgendwie so aufstellen. Oh, ist das cool. Ja, Notizzettel brauche ich immer. Oh, das ist so schön. Ich klappe das jetzt erstmal wieder zusammen. Meine Güte. Oh, ich liebe es. Dankeschön. Ich liebe es. Und ich glaube, das Tütchen war jetzt leer. Ja. Spannend. Oh mein Gott. Ich nehme mal hier so erstmal die losen Sachen. Ach ja. Da hattest du mich gefragt, ob ich das gebrauchen kann. Klar. Logisch. Die Titel kenne ich so auch noch gar nicht. Pink Rose. Super schön. Ja, das ist ja mal abgefahren. Cool. Das ist echt cool. Oh. Dankeschön. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Da ist so viel cooles Zeug drin. Ist das hier mal noch mehr von diesen coolen Perlen? Die sind echt schön. Da sind solche Blümchen drauf. Meine Güte. Oh Gott, sind das alle Stanzen? Oh. Ups. Jetzt habe ich es schon aufgemacht hier. Erstmal so eine richtig schöne Eckstanze. Ich habe so wenig. Ich habe wirklich, ich glaube, nur 5 Stanzen oder so, ne? Aber du versorgst mich ja. Boah, ist die schön. Und so groß. Das sind diese Riesendinger. Da ist noch eine. Sehe ich so eine. Oh, die ist ja noch größer. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, so viele neue Möglichkeiten eröffnen sich hier. Oh, danke schön. Das ist. Ich habe nur noch dieses Stückchen, ne? Der Rest ist schon voll. Das sind, Entschuldigung, Knöpfe, aber irgendwie aus Leder. Sehr interessant. Cooles Material. Ich hoffe, es ist Kunstleder. Cool, danke. Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist noch so viel eingepackt. Ich sehe Avengers. Avengers. Das ist bestimmt für meinen Mann. Außer das, was da drin ist. Aber ich liebe die Avengers übrigens auch. Und ich weiß auch schon, was drin ist. Da hattest du mich gefragt, ob ich das haben will. Ich glaube, das Täschchen behalte ich. Vielleicht tue die Weingummis gleich da rein und gebe ihm das. Dass er nicht merkt. Ups. Ach nee, das wollte ich mir die ganze Zeit schon holen. Moment, das zeige ich euch gleich. Also erstmal diese coole Avengers-Tasche. Oh, ich freue mich schon so auf Infinity War. Wir haben übrigens schon die Karten vorbestellt. Nicht, dass dann heißt, ausverkauft. Nee. Cool. Mega cool. Das Ding, da stand ich auch schon des Öfteren vor, ne? I'm a Unicorn. As you wish. Vor allem für Kerzen. Ne? Kennt ihr das, wenn die Ke so ein Kerzenglas runtergebrannt ist und ihr tüdelt da mit dem Feuerzeug rum und verbrennt euch die Pfoten und dies und das? Ja, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Der Blick. Und hier, oh mein Gott, das ist so schön, das ist so schön. Ach, das ist vom Kick. Ich dachte, das wäre vom Tidi, aber mein Kick hatte das jetzt gar nicht. Wie teuer war denn das? Steht da frei? Das würde mich jetzt mal interessieren. 1,99 nur? Boah, für dieses coole Tape. Oh my goodness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ja mal ein Schnapper. Ist ein bisschen, ist auch ordentlich was drauf. Dankeschön. Oh, wie das funkelt. Mein Gott, was hast du alles eingebaut? Michelle kriegt eine Schelle. Weil sie hat es voll übertrieben. Okay, hier ist eine große Tüte. Ah, was ist das denn? Ach, weil ich so stinke. Oh, danke.
Aber bei dem Wetter braucht man eh, ne? Duschgel ohne Ende. Und ist da jetzt echt Glitzer drin? Ich glaube hier schon. Eieiei. Eieiei. Nicht, dass ich dann glitzer. Egal. Einmal mit so einem Einhörnchen. Und einem Einhorn und einer Lady. Von Isana. Isana ist... Ist das DM oder Rossmann? Da steht es auch drauf, Mensch, Rossmann. Ja, aber ich bin immer... ich habe das gar nicht gesehen beim Rossmann. Ich war gestern erst da. Naja, aber jetzt habe ich es ja. Ich wusste nicht, dass es gibt, dass es das gibt, aber ich habe es. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt, wie die duften. Boah, wie krass das Pink leuchtet. So, hier ist irgendwas in einer Bubblefolie. Aber in so einer richtig fetten Bubblefolie. Da werde ich vorsichtig sein. Ach ja, stimmt, da hattest du mich gefragt, ob ich das haben möchte. Ja, und zwar ist das so ein Kaffee-to-go-Becher. Den hatte sie mir geholt. Boah, der ist richtig schwer. Ich dachte, das wäre so ein Plastikding, aber es ist ja, scheint ja Keramik oder so zu sein. Boah, ist ja schwer. Aber richtig cool. Auch die Farben, ne? Ach, Tatsache. Das ist wie so eine Tasse, ne? Boah, ist das schön. Da kann man das auch so einfach ablassen, den Deckel, und sich zu Hause was gönnen. Ach, die Farbkombi, ne? Ich mag rosa und grau. Die Farbkombination mag ich total gerne. Oh, vielen Dank. So ein Anti-Rutsch-Dingens. Fühlt sich doll an. Ah, oh, danke schön. So, jetzt muss ich mich wieder anders hinsetzen. Oh Gott. Also nächstes Mal räume ich echt meinen Schreibtisch auf und mache das oben. Das wird ja auch nicht leerer hier. Was ist das denn? Ein Tablett. 100% Quality Premium Collection Coffee Express. Was ist so klein? Das ist so süß. Niedlich. Ja, sowas mag ich ja immer total gerne. Vor allem kann ich da mal meine Perlen ausschütten. Ne, wenn ich da mal wieder was raussuchen muss. Passt perfekt. Perfekt. Ach ja, stimmt. Daran erinnere ich mich noch. Ihr Hausschwein Loki hatte, glaube ich, ja, so war das, die Tischdecke angefressen. Und dann hatte sie die zerpflückt. Also so wie hier. Weil die Tischdecke mega süße Motive drauf hatte. Und ja, hat sie mir was von abgegeben. Ach, Donuts. Ich meine, die Tischdecke allein muss ja wunderschön gewesen sein. Also danke an dein Schweinchen Loki, weil ohne ihn wäre das hier nicht möglich gewesen. Dankeschön. Ah, hast du dir extra die Mühe gemacht, ne? Alles ein bisschen kleiner geschnitten. Ich habe hier keinen Platz mehr. Ach. So. Da ist eine große Tüte. Ich soll ich die jetzt schon aufmachen? Weil sie grinst mich im wahrsten Sinne des Wortes an. Da hat sie so einen süßen Bunny drauf gemalt. Ich will die ganz vorsichtig auf. Ah, du hast sie nicht gekriegt. Das ist schon mal gut. Weil die will ich definitiv behalten. Ne? Das ist was Flauschiges drin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gott, es ist eine Hello Kitty, oh mein Gott. Oh, schaut euch das süß. Es ist so süß. Oh mein Gott. Meine Katze weiß nicht, wo sie lang soll, weil ich alles zugestellt habe. Entschuldige, Maus. Hier kannst du nicht lang. Geh da lang. Ja, genau, da ist gut. Oh mein Gott, sie ist so weich. Sie ist so weich und sie ist so süß. Und sie hat eine Bärchenmütze auf. Dankeschön. Das ist so süß. Oh, dankeschön. Aber da ist noch mehr in der Tüte drin. Ah, Fressalien. Oh ja. Schön. Ah, da sind Smarties drin. Cool. Ah, ich esse das total gerne, ne?
Also Schokolade geht immer. Das geht auf jeden Fall immer. Und da ist noch was zum Snacken drin. Dragé-Eier, flüssig gefüllt. Da bin ich ja mal gespannt, wie die schmecken. Kenne ich so jetzt nicht. Vielleicht schon von früher, aber ich habe es vergessen. Dragé-Eier. Bin ich sehr gespannt. Dankeschön. Aber da ist noch was drin. Also die Verpackung werde ich auf jeden Fall behalten. Ein Kawaii-Häschen. Und ja, die Schokolade werde ich verknuspern, ganz klar. Und die Verpackung, da kann man das doch weiter verschicken mit einer Kleinigkeit da drin. Ach, danke schön. Das ist so mein Osternest hier, ne? Mein nachträgliches Osternest. Ich habe dir jetzt übrigens nichts zu schnuckern eingepackt. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Was haben wir denn da? Hier haben wir zwei Röllchen. Und ich schätze mal. Ah. Das ist ja schöner Stoff. Schöner Stoff. Ja, ich mag solche Papiere. Hier sind Herzchen drauf. Das könnte ich für mein Hochzeitsalbum verwenden. Vielleicht sollte ich einfach mal anfangen mit dem Hochzeitsalbum. Ach. Ich bin aber auch eine Tramtüte, ne? Ah, man nennt mich auch den faulen Mats. Den Fauli Mats. Dankeschön. Dafür, ja, da hattest du mich auch gefragt, ob ich das gebrauchen könnte. Oh Gott, ich habe vergessen. So. Und zwar hat sie mir hier so einen Riesenkoffer mit Stanzteilen, also nicht Teilen, ihr seht es, mit der Stanze, ne? Man kann das irgendwie auswechseln da drin. Und ich fand das so cool. Vor allem hier die Sternchen gefallen mir richtig gut. Und hier sind noch so kleine Delfine, Noten. Also, dass du sowas abgibst, ne? Das ist der Cleo, du kannst jetzt nicht hierher. Ich sitze doch hier, das siehst du doch. Bibi. Ja, gut, dann stehe ich halt auf. Komm. Sitze ich mich hier hin. Ja, ist ja gut. Ja, ich gebe dir gleich was zu essen. Jetzt verhungert die Katze, weil ich hier das Video mache. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Das Teil ist ja auch mal mega schwer, ne? Aha, und hier ist noch drauf, wie das so funktioniert. Aber muss man das unbedingt da reintun? Kann man das nicht auch einfach so benutzen? Ich werde es herausfinden. So, ich muss mich jetzt auf dem Sofa hier ausbreiten, weil ich habe echt keinen Platz mehr auf dem Tisch. So. Ach, cool. Hier haben wir noch mehr von diesen Blümchen in verschiedenen Farben und in Schwarz ist da auch dabei. Cool. Das finde ich ja cool. Den Türkis. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Da sind noch Perlen. Da haben wir nochmal solche in groß. Groß und rund, genau wie ich. Was ist das denn? Ach, noch eine Stanze? Du bist ja des Wahnsinns. Und zwar haben wir jetzt so eine. Die ist ja auch mega groß. Kein Wunder, dass das Paket so schwer war. Das war ein Hightech-Gerät. Das ist echt ein Hightech-Gerät. Abgefahren. Das Muster ist auch cool. Ich freue mich. Da muss ich ja mal eine Runde stanzen. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Sie hatte mir im letzten Päckchen so ein Set schon mitgeschickt mit Rezept. Speicher war voll. Ja, auf jeden Fall hatte sie mir das schon mal mitgeschickt und ich fand das so toll, dass sie hat gesagt, sie hat halt noch eins davon, ob ich das haben möchte. Das sind so Rezeptkarten und ich wollte mir immer so eine Box machen, wo meine Lieblingsrezepte halt drauf sind. Und ich muss mal gucken, dann würde ich vielleicht sogar auf der Rückseite, wenn da nichts drauf ist. Ah, da kann man noch mehr draufschreiben. Auf jeden Fall würde ich dann noch so ein Foto beifügen und das dann laminieren. Damit man das auch während des Kochens oder so, ne, hat man manchmal dreckigen Händen, dass man das dann einfach rausnehmen kann und dass da nichts passiert. Dankeschön. Oh Gott. Aber was ist das denn alles? Also, es dauert noch ein bisschen, ne? Der Karton ist noch gut voll. Hier haben wir einen süßen Glubschi-Panda. Ah, das ist ein Anhänger. Der ist ja süß. Hast du den selber gemacht? Ich glaube, der ist gedruckt. Der ist so süß. Ein rosa Bäckchen. Mega süß.
Auf jeden Fall haben wir hier noch mal so eine coole Tüte. Und da scheinen Steinchen drin zu sein. Oh mein Gott. Oh, sind die schön. Auch verschiedene. Aha, drei verschiedene anscheinend. Och, toll, toll, toll. Und dann welche in lila. Ich hätte jetzt fast gesagt kariert. Hm. Quadrate. Lila kariert. Dann haben wir so blau. Sehr schön. Oh, noch mehr solche. Ups. Hm? Ah, da. In einem schönen hellen Grün. Oh, du hast so viele eigentlich. My goodness, ey. Und dann haben wir kleine in Rot. Mini-Steinchen. Dann etwas größer. Ich zeige das jetzt mal. Oh, ah, die sehen ja auch cool aus. So kleine bräunliche. Ach, sind das viele. 500 Stück. My goodness. Und dann nochmal diese. Oh, ich bin im Straßsteinhimmel. So cool. So, was haben wir denn noch? Noch mal ein kleines Tütchen. Ah, das ist ja interessant. Das sind solche, ups, solche Bänder. Die finde ich klasse, ja. Es glänzt. Dann haben wir einmal diese Farbpracht. Solche habe ich überhaupt gar nicht. Muss mal gucken, was ich damit machen kann. Die hier gefällt mir richtig gut. Das ist so ein dunkles, wie Aubergine nennt man die Farbe, ne? Aubergine, ja. Oh, herrlich, danke schön. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Oh Gott, der Tisch ist so voll. So, nochmal so ein cooles Tütchen. Jetzt habe ich erstmal einen Vorrat an die Tütchen. Ah, es ist Washi-Tape. Ich habe, mein Mann ist oben. Deswegen, ich will nicht so rumbrüllen, nicht, dass er denkt, ich habe mich verletzt oder so, deswegen, dass er das runtergestürmt kommt. Oh mein Gott. Es ist Washi-Tape. Hier haben wir so mit Klecksen und ich glaube, den habe ich sogar zweimal bekommen. Der ist ja cool, aber es scheint Stoff zu sein. Es fühlt sich so leicht an. Auf jeden Fall mega cool, mega. Und dann haben wir hier richtig schön kariert. Sehr cool. Und hier mit so Gedöns. Sowas habe ich früher in der Schule im Unterricht gemalt, wenn ich Langeweile hatte, ne? Immer so Kreise ziehen. Ah ja, cool. Mit Zahnrädern. Jetzt habe ich den zweiten davon. Also den zweiten, also jetzt habe ich zwei davon. Guckt euch das Türmchen an. Und dann haben wir noch diesen. Und ich finde diese karierten Dinger auch immer ziemlich cool. Oh, danke schön. Ich muss das woanders hinstellen. So, was haben wir denn? Ach, das ist noch so eine große Tüte. Was ist denn da drin? Oh, sehr gut. Ja, stimmt. Da hatten wir das. Hatte sie mir immer Fotos geschickt, welche Servietten ich denn gerne hätte. So. Also ich habe einmal Weihnachtsservietten, drei Stück. Wo tue ich das denn jetzt hin? Ich habe keinen Platz mehr. Hier. Ah, passend zu der Tüte. Gleich zwei. Oh, cool. Ah, ich liebe sowas. Die sind auch so schön. So, so schön. Und diese Servietten, ja, ich glaube, die waren mal im Action in so einem Set drin. Ach, ich wünsche, die hätten das noch. Da waren so coole Sachen bei. Die Servietten sind der Knall. Oh mein Gott. Einhorn. Noch mehr Einhorn. Oh, das Gesicht ist aber auch so süß. Ne? Tutti, tutti. Boah, da hast du einen richtigen Batzen mit eingepackt. Ach, niedlich. Bärchen oder Kätzchen oder eine Mischung aus beidem. Ich weiß es nicht, aber es ist niedlich. Und der
dazu. Oh, herrlich, herrlich. So süß. Dann haben wir hier so ein bisschen Vintage angehaucht. Mit so einer schönen Blume drauf. Ui. Ich habe ja auch schon mal ganz vergessen, was ich mir da ausgesucht habe, aber das leuchtet ja quasi einem schon entgegen, ne? Diese Farben. Echt cool. Die sind richtig cool, diese Villen. Habe ich so auch noch nie gesehen. Oh ja, Cupcakes gehen immer. Ich liebe sie. Schön. Oh, die sind auch so cool. So eine Borte dran. Schön. Und hier haben wir noch so kleine. Ne? Gefallen mir auch richtig gut. Die kann man ja auch einzeln ausschneiden und benutzen. Ach ja, hier. Ach, so ein Häuschen müsste ich auch mal wieder machen. Habe ich als Kind immer gemacht mit Mutti. Ne? Aus den leckeren Leibniz-Keksen. Oh, die ist toll. Macarons. Ach, schön. Echt schön. Süß. So, da hast du mir so viele eingepackt. Oh mein Gott. Süß. Die ist aber schön. Ich habe auch noch so welche davon. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Auf jeden Fall sind die nicht in meiner servierten Kiste. Ich denke mal, die habe ich irgendwo in der Küche vergraben. Dass die haben auch eine andere Form als nur quadratisch. Und hier haben wir noch was Schönes, da kann man auch für Weihnachten was Cooles draus machen. Ah, danke schön für den Batzen. So, was haben wir denn hier? Wohndekorationen. Das sind solche Zeitschriften, ne? Ach, das ist ja cool. Aber hier sind auch solche Häkchen dran. Cool. Ach, ich liebe sowas, ja? Fantasie. Kann man sich Ideen holen. Wohndekoration. Einfach mal angucken. Durchstöbern. Ja, ich stöber gerne auch diese ganzen Wohnzeitschriften. Ne? Och. Ich bin froh, dass mein Zahnarzt immer eine parat hat. Extra für mich. Keine Ahnung, aber das ist immer eine Wohnzeitschrift. Tischdekoration, ah, cool. Die Welt der Fantasie, ja, da sind wir genau richtig, ne? Schön, dankeschön. Die sind klasse, die sind wirklich klasse. Was zum Geier? Hä? Was ist das Cooles? Okay, ich muss euch mal kurz nach oben nehmen, weil das ist so groß. Das ist Papier. Das ist Papier. Ich glaube, ich werde das falten in der Mitte und mir Notizhefte daraus machen. Das ist ja so cool. Oh mein Gott. Da haben wir noch eine Hexe. Oh mein Gott. Oh, wo hast du das denn her? Das ist so cool. Es ist so cool. Oh, oh, Moment. Ich habe zwei auf einmal genommen. Okay. Zweimal dasselbe. Und hier. Die gefallen mir am besten. Oh, ist auch zweimal dasselbe. So Skelette auf so einem Friedhof. Ach, ist das cool. Das ist abgefallen. Also da werde ich. Ah, oh, da muss ich irgendwas Cooles draus machen. Was richtig Cooles irgendwie. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir hier noch eine Sache, was mehrere Sachen beinhaltet. Da werde ich euch auch wieder hochnehmen. Sorry fürs Wackeln. Und zwar 12x12 Papier. Und richtig schön, shabby schick. Und so viele von derselben. Nee. Oh, das ist so schön. Ich muss das immer aufs Sofa legen. Das ist auch cool. Einfach mal so ein bisschen was Schlichteres. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da habe ich wieder was zum Ausschneiden. Warum hast du mir so viele von einem mitgeschickt? Hast du denn jetzt selber noch? Simple Stories. So fancy.
Das ist ja cool. Och, nochmal sowas. Ist dasselbe? Ich glaube, das ist ein anderes. Die Schreibmaschine ist cool. Hier. Die kleinen Briefumschläge sind auch immer süß. Und natürlich mehr als eins davon. Ja, das ist so ein Wabenmuster. Ein wabbeliges Muster. Cool. Das ist auch schön. Sieht aus wie so eine Excel-Tabelle. Excel-Tabelle. Auch zwei Stück. Und das gleiche, denke ich mal. Nee, da ist was anderes hinten drauf. Ja. Es ist nicht einfach mit einer Hand umzublättern. Holzoptik. Das ist cool. Und Zeitung. Und da scheint es mir so, als hättest du mir drei. Ich krieg's nicht hin. Drei Stück von geschickt. Ja. Drei Stück von dem. Ja, da hinten sind meine Schlappen. Da sind meine Schlappen, die ausgelutschen. Aber so bequem. Und dann noch das. Das ist ja abgefahrenes Papier. So, wir sind durch. Wir sind durch, meine Lieben. Und ich habe, glaube ich, noch 5 Minuten, bevor mein Speicher wieder voll ist. Also, liebe Michelle, du bist des Wahnsinns, aber das weißt du selbst, ne? Ja, ich bin leicht überfordert. Das ist alles so toll. Süß. Die bekommt natürlich einen Ehrenplatz. Und mein Gott, was hast du mir alles eingepackt? Also, mein Karton ist zwar auch so groß, den du von mir bekommst, aber da ist nicht so viel drin, ne? Ich habe sehr viel mit Zeitung ausgestopft. Oh mein Gott. Vielen lieben Dank für die ganzen tollen Sachen. Das ist so, so schön, so herrlich. Oh Gott. Ja, wow. Ich fühle mich, als ob ich in einem Bastelgeschäft wäre. Lieben Dank, liebe Michelle. Ich schreibe dir jetzt direkt mal bei WhatsApp. WhatsApp! Ich glaube, ich habe zu viel Kaffee getrunken. Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.